Servus Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei diesem super tollen Bosch PSR Select, der auch noch eben eine eigene Trommel mit Bits hat und wirklich ein super Gerät ist, bin voll zufrieden mit dem, möchte ich euch zeigen, wie ihr den Akku austauscht, da ihr schon mittlerweile etwas schwach auf der Brust ist. Fangen wir das Ganze mal an. Es ist für mich selbst auch jetzt einmal eine Entdeckungsreise, da ich jetzt dieses Teil noch nie gemacht habe. Und noch nicht einmal gesehen habe, was eigentlich da drinnen ist. Deswegen seid mir nicht böse, wenn das etwas länger dauert als für einen Staubsauger, den ich da schon des Öfteren gezeigt habe. Ich mache jetzt einmal die Schrauben auf. So, alle Schrauben sind jetzt offen. Jetzt kommt natürlich das Überraschungsmoment, wie wir das Teil aufbekommen. Das erste, was mir entgegenfliegt, natürlich ist der Schlüssel, also der Knopf zum Laden, also zum Drücken. Hoffentlich geht dann nicht noch mehr auseinander. Unnötigerweise, jetzt muss ich ganz vorsichtig aufmachen, damit mir ja nichts entgegenfliegt. Okay, bis auf den Knopf sind wir schon mal gut dabei. Also wir haben da jetzt einen Wärmesensor. Ein Pluspol und ein Minuspol. Aufgebaut ist das Ganze mit einer Samsung 18650 15Q. Das würde bedeuten, dass die 1500 mAh hat. Hier haben wir eine etwas bessere Version einer Samsung, die ich jetzt mittlerweile schon in einige Staubsauger verbaut habe. Und das Ding haltet, was es verspricht, wenn ich es noch aufkriegen könnte. Und da haben wir sie schon. Und das ist eine 29E und das ist eine 15Q. Wir haben da 2900 mAh. Made in Polen, nicht made in China. Also das Ding haltet wirklich das, was es verspricht. Gut, dann würde ich mal sagen, tauschen wir es aus. So wie es ausschaut, muss ich eigentlich, da ist es noch angesteckt, da unten ist es gelötet. So, jetzt begehe ich mal das da, diesen Wärmefühler ab. Ich versuche so wenig wie möglich eigentlich zu zerstören. Stecke sie da mal ab. Okay. Hier ist sie gelötet. So, und da ist schon das Teilchen. Am liebsten hätte ich jetzt das gern benutzt, aber es funktioniert nicht, deswegen werde ich das jetzt da abmachen und da drauf löten. So, machen wir das mal ab. Ich habe auch so ein Punktschweißgerät, habe ich auch. Nur, wer hat schon so ein Punktschweißgerät mit nach zu Hause? Deswegen machen wir das jetzt ohne Punktschweißgerät. Sondern wir löten es einfach nur so drauf. Genau so wie es mal war. Ich hole nur noch eine Zange. So, das habe ich jetzt einigermaßen gerade gebogen. Holen wir sich ein bisschen ein Lötzinn. Löten wir auf den Akku vor. So ein bisschen Lötzinn da drauf ist. Wenn ich den jetzt schön putze.
dann funktioniert auch das Löten viel besser. So, ja, wunderbar. Dann löte ich hier auch etwas. So. Heiß, heiß, heiß. Immer noch heiß. Huh. Der Abstand sollte eigentlich, wenn ich die Zange direkt am Akku anhalte, sollte der Abstand in Ordnung sein. Gut, zuerst schmelze ich einmal diesen Lötzinn hier und dann gehe ich runter. Schmilzt der auf dem Akku. So. Okay. Das ist fix. Gut, dann tue ich da auch das so aufstellen. Genau so ein Lötzchen auch drauf geben hier. So. Sehr gut. Und jetzt könnte ich das Ganze mal so drauf löten. Will nicht. So, angelötet. Jetzt brauche ich das dann nur noch anstecken. Das Ganze etwas drehen. So. Jetzt kommt dann dieses Teil da drauf wieder. Moment. Ich würde da gerne etwas damit ich mir nicht unbedingt Sorgen machen muss, dass das irgendwo ankommt. Da drauf kleben. So, und jetzt sollte das Ding eigentlich funktionieren. Probieren wir es noch nicht. Ich baue es einmal zuerst zusammen und dann versuchen wir es. Wir wollen da jetzt nicht, dass da irgendwas kaputt geht. Bringen wir das Ganze vorsichtig zusammen. Und den Knopf dürfen wir nicht vergessen.
Magst du es nicht? Aha, Moment, die Dinge sind draußen. Schauen wir jetzt. Ja, jetzt ist es besser. Klick. Okay, jetzt muss ich nur den Knopf. Dürfen wir nicht vergessen. Schaut gut aus. So, jetzt halte ich ihn fest und versuche mal mein Glück. Passt. Die Akkus sind meistens etwas entladen, also komplett neu sind. Die gehören komplett erst geladen. Deswegen zeigt er einen schwachen Akku an. Doch jetzt haben wir eigentlich von 1500 mAh auf 2800 mAh erhöht. Das würde bedeuten zwar fast die doppelte Ladezeit. Also das Laden wird jetzt sich verdoppeln fast. Wenn er jetzt sagen wir 1,5 Stunden gebraucht hat, jetzt braucht er halt 3 zum Aufladen. Aber wenn das Teil aufgeladen ist, dann haltet es auch doppelt so lang. Also würde ich sagen, es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, dass ich das ausgetauscht habe, weil die Akkus sind zwar toll, aber 1500 mAh ist auch nicht gerade jetzt das Beste, was es jetzt so mittlerweile am Markt gibt. Jetzt könnt ihr euch sicher sein, dass euch dieses Teil wahrscheinlich fast einen halben Tag nicht im Stich lässt. Und ich freue mich schon drüber. Und es ist nicht besonders schwer, das Ganze nachzumachen. Ihr braucht nur einen Lötkolben und einen guten Akku. Also, ich hoffe, das Video hat euch etwas gefallen, also hat euch gefallen. Und viel Spaß damit. Und wenn ihr wieder irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit melden. Dankeschön und Baba.